Wollen wir mal? Glauben Sie denn, dass ich eine reelle Chance habe? Glauben Sie es denn? Bin ich also geheilt? Sie wissen genau, dass Sie es nicht sind. Wollen Sie wirklich alleine zu Ihrer Außenwohngruppe fahren? Wenn ich das nicht mal alleine kann. Aber auf direktem Wege. Bitte, keine Abstecher. Ich tue einfach immer weiter so, als wäre ich nur zur Probe raus. Was die Rennerei soll. Es blutet viel durch Blutung. Was braucht? Was willst du? Kann ich Carla sehen? Geh wieder. Bitte, ich will Carla nur sehen. Das ist doch auch mein Kind. Ich bin frei. Wir sind es nicht. Wir wohnen noch hier und zahlen dein Haus ab. Es tut mir leid. Keiner wollte es kaufen. Wirklich, das tut mir leid. Ich habe sie alle durchgeführt. Ich rede von der Einbauküche. Jeder stellt sich nur vor, dass du hier drin warst. Lisa. Mit Anna. Warst du ja auch. Ich will sie doch nur sehen. Bitte, nur sehen. Ich verstehe, dass du mich hasst. Ich hasse dich nicht. Du hast eine Persönlichkeitsstörung. Sowas darf man nicht hassen. Lisa, bitte.
Geh bitte. Und geh für immer. Bitte! Tu's für Carla. Nein, doch, sie meint es so. Und weißt du was? Sie hat recht. Ich hätte nicht kommen sollen. Aber wo gehst du denn jetzt hin? Ich habe eine Adresse. Mach dir keine Sorgen, es ist alles okay. Gibst du sie mir? Wir könnten uns wieder schreiben. Ja. Das sollten wir tun. Pass auf deine Mama auf. Mach's gut. Das ist es. Das ist die Küche. Putzplan ist da an der Wand. Bad ist oben. Das ist ihr Zimmer. Markus kennen Sie ja schon aus der Klinik. Hi. Da wären wir wieder. Müssen Sie heute schon arbeiten? Nein, erst morgen früh. Dann sehen wir uns ja zum Abendessen. Leben Sie sich gut ein. Bisschen eng hier. Wann ziehst du aus? Wenn der nächste Kinderficker kommt und sich in mein Bett legen will. Du fliegst doch sowieso bald raus, du Spinner. Wegen Typen wie dir werden die uns alle aufgeben, alle. Wird sich der Herr Doktor nicht mehr um dich kümmern? Ich muss in die frische Luft. Kriegst du wieder. Geschenkt. Thank you.
Wobei, hast du alles bezahlt? Ich hab gar nicht. Was hast du denn bearbeitet? Ich war sozusagen künstlerisch tätig. Oh, wie schön. Hey, Vincent! Hey, kannst du mal weiter gegen deine Schule fahren? Hey, Vincent! Hallo! 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 Ihre Kollegin ist schon da. Also die Berlin ist schon. Sie können jetzt auch gehen, vielen Dank. Wann kann ich wieder aufmachen? Hallo. Hallo. Schon da? Warum nicht? Tachchen. Tach. Wir informieren Sie, vielen Dank. Danke, sehr nett. Na, das war's dann, Herr Stein. Ist der aus unserer Kartei? Raul Stein. Sexualmord. Das war eine böse Sache damals. Ich war am Tatort und hab die Absperrung gemacht. Was wissen wir über Raul Stein? Da war ich noch ganz jung. Ganz frisch bei der Streife. Das Mädchen war 12 oder 13. Heute Morgen? Die Nachbarn hätten ihn fast gelünscht. Wir mussten ihn beschützen. Den da. Das muss man sich mal vorstellen. Er ist erst heute Morgen als geheilt aus dem Maßregelvollzug entlassen worden. Der Täter könnte ihm gefolgt sein. Frau Berlin, wenn Sie die Angehörigen benachrichtigen, bitte. Frau und Tochter, das ist Kurt Schumacher, Weg 53. Alles klar. Die Identifizierung lassen wir besser seinen Psychiater machen, ne? Jo. Wiedersehen macht Freude. Jedenfalls kein C3. Was? Kein Säufer. Sieht man das einfach so? Man riecht es. Alkohol steigt in den Kopf. Aber der hier hatte wohl andere Vorlieben. Die Kugel ist bei der Nasenwurzel eingetreten, hat das Stirnhirn durchschlagen und ist im Stammhirn stecken geblieben. Schluss mit lustig, könnte man sagen. Irgendwelche Anomalien? Jetzt schon. Aber vor dem Schuss. Rein organisch sind sie bei Sexualtätern fast immer OB, ohne Befund. Da ist kein Überdruck wie im Dampfkochtopf, wie man sich das so vorstellt. Ich stelle mir gar nichts vor. Doch wenn Sie den Hormonstatus von diesem Burschen betrachten, also ausgesprochen mau, kann ich Ihnen sagen. Die meisten Sexualtäter werden ja nicht straffällig, weil sie zu viel Libido haben, sondern zu wenig Potenz. Der Rest ist Seele. Also, Sie meinen Psychologie? Ach, die Psyche. Das ist eine Erfindung von den Kollegen aus der Psychiatrie für die Krankenkassen. Was Sie und ich haben, ist Seele. Vielleicht hatte sogar der eine. Lassen Sie sich über jedes Mordopfer so launig aus? Das ist nicht irgendein Mordopfer. Aber natürlich ist es das hier und jetzt. Ein zu Unrecht getöteter Mensch. Bravo. Mein Name ist Paul. Dr. Paul.
Ein Herr Brehm hat eben unsere Videos von der Pforte beschlagnahmt und mich gebeten, hier meinen Patienten zu identifizieren. Ja. Ja. Ja, das ist Rauhstein. Sie haben ihn als Gehalt entlassen. Ja. Wollen Sie mir dazu etwas sagen? Kennen Sie Pünktchen und Anton? Danke, auf Wiedersehen. Wir sehen uns noch. Er ist in ein Kino umgebracht worden? In der Kindervorstellung. Raoul, du Idiot. Hat er... einen Impulsdurchbruch gehabt? So heißt es doch in Ihrer Fakultät. Also was immer das sein mag, jetzt ist er austherapiert. Jenny Berlin, Kriminalpolizei. Ist deine Mutter zu Hause? Kann ich reinkommen? Es geht um deinen Vater. Ist er tot? Frau Stein? Jenny Berlin, Kriminalpolizei. Ihr Mann ist etwas zugestoßen. Wir haben nichts mehr mit ihm zu tun. Es tut mir leid, aber Ihr Mann ist tot. Er ist heute erschossen worden. Wir wissen noch nicht von wem. Ja, dann könnten Sie sich vorstellen, wer so etwas tun könnte? Anna war sehr beliebt hier. Sein Opfer, wissen Sie? Jeder mochte sie. Er ja auch. Sie haben darauf gewartet, nicht wahr? Ja. Sie frisst Fleisch. Eigentlich hat mein Vater lauter Rosen für mich gepflanzt. Aber die sind schon alle verwildert. Die da passt besser her. Womit fütterst du die? Muss ich nicht. Die Insekten setzen sich hier hin und schnapp. So ist die Natur. Interessant. Ja, bei einer Pflanze. Aber bei meinem Vater war das was anderes. Vielleicht war es ja auch seine Natur. Glauben Sie das wirklich? Ich weiß es nicht. Was wissen Sie denn überhaupt? Hauen Sie ab. Hier ist meine Karte. Wenn du noch was wissen willst, dann kannst du jederzeit anrufen.
das für Wurst? Alte. Schön, dass ihr noch mal kommt. Frau Stein hat angedeutet, dass jemand aus der Siedlung der Täter sein könnte. Die hätten damals am liebsten einen eigenen Staat ausgerufen, um die Todesstrafe wieder einzuführen. Und der Vater des Opfers allen voran. Aber Hunde, die bellen, beißen nicht. Nur solange sie bellen. Nachher beißen sie durchaus. Wie viel habt ihr schon durch? Die letzten 3 Stunden bis auf eine halbe. Und Sie? Tatwaffe ist Miss Entwessen, Kaliber 38, nicht registriert. Fluchtfahrzeug war versenkt. Wir haben es, aber leider keine Spuren, ist alles weggewaschen. Seit 2 Wochen als gestohlen gemeldet und Besitzer ein Markus Voss. Moment. Ja. Wieso, haben Sie was gesehen? Nein, wir haben alle nichts gesehen, deswegen. Was, die 2, 3 Sekunden? Entschuldigung. Nein, die ganze Zeit. Da. Gucken Sie mal. Fällt Ihnen nichts auf? Nee. Alle bewegen sich, nur einer steht still. Ja, da an der Birke. Genau. Können Sie es mal vergrößern? Ja, mach ich. Wer ist denn das? Das ist der Vater des Opfers damals. Georg Kramer. Dass er hier wohnen geblieben ist. Naja, meinen Sie, wegziehen hilft? Die Mutter ist weggezogen. Scheidung. Passiert oft noch sowas. Als ob ein zweites Unglück das erste kleiner machen soll. Robert! Klasse! Pünktlich wie die Maurer! Hallo. Klar. Ja, ich bin mit Leon hinten gekommen. Ich bin mal hinten durch. Da sind schon einige Leute. Es riecht nach Weihnachten. Hm. Glühwein. Manche haben's ihm gut. Herr Kramer? Ja, bitte. Also? Raoul Stein ist gestern getötet worden. Das ist hier schon rum. Wo waren Sie gestern um 12? Wahrscheinlich am Grab drüben. Wenn ich nicht arbeite, achte ich nicht auf die Zeit. Sie sind Komponist? Komponist. Ich arbeite als Studiomusiker. Ich arrangiere Gebrauchsmusik. Selbst fällt mir schon lange nichts mehr ein. Na, vielleicht geht's jetzt besser. Wie meinen Sie das? Weil er tot ist? An den denke ich schon lange nicht mehr. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das ist mir vollkommen gleichgültig. Sie haben nie an Rache gedacht? Schon lange nicht mehr. Rache ist sinnlos. Damit kann man nichts gewinnen. Ach, das sind doch alles nur Worte. Sie haben doch nicht in irgendeinem Spiel verloren, sondern Ihre Tochter. Ich war damals auch am Tatort. Ich habe aber nur Worte. Was hatten Sie damals? Gutachten. Noch mehr Worte. Entschuldigen Sie, wir wissen vielleicht alle nicht so recht, wie wir mit solchen Leuten umgehen sollen, oder? Wissen Sie, dass der gesamte Eingangsbereich der Klinik videoüberwacht wird? Also gut. Ich war gestern vor der Klinik, bei seiner Entlassung. Ich wollte sehen, wie das sein kann. Der spaziert da einfach aus. Verstehen Sie? Geht durch die Stadt, als wäre das vollkommen normal. Ja, was haben Sie denn erwartet? Das habe ich mir dann auch gesagt. Ich bin eine Weile mit ihm im Bus gefahren. Dann habe ich mich gefragt, was das soll. Ja. Er ist ausgestiegen. Ich bin weitergefahren. Und dann? Ich bin durch die Stadt gelaufen, um wieder ruhig zu werden. Durch Kaufhäuser. Einfach viele Gesichter, damit seins verschwindet. Wann waren Sie wieder hier? Ein paar Minuten vor 12. Ich dachte, Sie achten nicht auf die Zeit. Die Kirchen läuten jede Stunde. Das kann man nicht überhören. Gut, hat Sie von den Nachbarn irgendjemand gesehen? Weiß ich nicht. Fragen Sie doch mal nach. Werden wir. Fragen Sie Herrn Kuhn gegenüber vielleicht. Der sieht eigentlich immer alles, was hier so passiert. Seit er damals nicht so genau hingesehen hat. Kuhn ist der einzige Zeuge, der gesehen hat, wie Stein das Mädchen mit in sein Haus genommen hat. Und er hat nichts unternommen? Raul Stein war hier ein ganz normaler Nachbar. Von seinen Vorstrafen ist nichts bekannt. Datenschutz. Eigentlich kriminell. Mhm. Wer jetzt? Dass wir die Nachbarschaft nicht aufklären durften, wer da neben ihnen wohnt. Als ob sie Teil eines Experiments wären. Was stellt ihr diesmal mit euren Kindern an? Na, dann hätte von denen keiner eine Chance auf eine Wohnung in einer auch nur halbwegs normalen Nachbarschaft. Na und? Muss er das denn? So kenne ich sie gar nicht. Wie? So normal. Suchen Sie Herrn Kuhn? Genau. Wir sind bei der Feier. Was wird denn gefeiert? Warten Sie mal. Tag. Guten Tag. Erstmal einen Schluck. Danke. Auf die Selbsthilfe. Prost. 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 Ich weiß, dass es nicht eure Schuld ist. Ihr könnt ja kaum was tun. Ich war ja auch mal Beamter, Bauamt. Aber trotzdem habe ich mich oft gefragt, ob das überhaupt noch mein Staat ist, der solche Leute frei herumlaufen lässt. Naja, nun ist es ja vorbei. Jetzt können Sie wieder in Ruhe Ihre Pension verzehren. Genau. Na, schmeckt's? Selbstgemacht, nicht so eine Fertigplörre. Gut, Mann. Können Sie sagen, ob und wann Herr Kramer gestern nach Hause kam? Ja, klar. Was heißt klar? Klar heißt klar. So klar, wie Sie hier vor mir stehen. Tatsächlich. Ja, haben Sie Schwierigkeiten damit? Ja. Gut, kurz vor 12 war Herr Kramer wieder zu Hause. Was das? Und Sie? Wo waren Sie?
Ich? Ich war hier bei mir. Wo genau? In der Küche. Und das können Sie beschwören, dass Sie kurz vor 12 Herrn Kramer von Ihrer Küche aus gesehen haben? Dreimal am Tag mit links. Kommen Sie bitte mit aufs Präsidium. Wieso? Warum? Das geht nicht. Zwei Schwüre zu viel und alle drei mit der falschen Hand. Sie können Herrn Kramer nicht von Ihrer Küche aus gesehen haben, weil Ihre Küche nach hinten rausgeht. Kommen Sie bitte. Oder sollen wir Sie in Handschellen abführen? Ja, und hier, ich meine, das ist meine Party. Und der Ehrengast liegt in der Gerichtsmedizin. Was soll denn das? Ach, Bürokraten, gib mir was auf. Eine Stunde bin ich wieder da. Ich finde, das geht zu weit. Ja. Tag, Herr Pastor. Ja, also... Ja, das öffentliche Gefühl schreit nach Vergeltung, nicht nach Bewährung. Kennen wir ja, Rache Süß. Wir haben die Arbeit. Ja, Wiedersehen. Wen haben wir da? Kuhn, Walter, einen Abend. Nur ein paar Fragen. Da rein, bitte. Danke. Kommen Sie nicht mit? Nee. Er ist Ihr Mann. Gut. Was will sie von ihm? Sie will ihm mal eben eine Falschaussage überführen. Das ist das Alibi für Kramer. Was hat sie in der Hand? Noch nichts. Zu viel Gefühl. Er hat eine Gartenparty zur Feier des Mordes veranstaltet. In seinem Garten kann er feiern, was er will. Na, mal hören. Möchten Sie einen Kaffee? Die Feier läuft übrigens noch. Wir können ja auf ein Bierchen vorbeigehen. Mach keine Umstände, ich lasse ihn einbringen. Das war ein Scherz. Milch und Zucker? Wie hat es eigentlich angefangen? Ich habe alle angerufen, dass die Bestie tot ist und das feiern wir jetzt. Dann werden wir bei Ihren Telefonverbindungen sicher auch ein Gespräch mit Herrn Kramer finden. Aber ich meinte eigentlich, wie das mit Raul Stein und Ihnen angefangen hat. Mit Stein und mir? Sie haben doch gesehen, wie er die kleine Anna ins Haus mitgenommen hat. Stein war ja... ja, Nachbar. Ich stelle mir das schlimm vor. Wenn einem im Nachhinein bewusst wird, dass man etwas hätte tun können, aber dann ist es zu spät. Sie war schon ein Sonnenschein. Die Kleine. Natürlich macht einem niemand einen Vorwurf. Aber es hat sie bis heute nicht losgelassen, stimmt's? Naja, man denkt schon drüber nach, ne? Sie stellen sich wahrscheinlich immer wieder vor, wie er das Mädchen ins Haus geführt hat. Oder? Ich habe nichts gesehen. Ich habe einfach nichts gesehen. Sie haben wahrscheinlich manchmal mit ihm gesprochen. Vielleicht sogar mit ihm gegrillt. Was man eben so macht, wenn man Haus an Haus lebt. Das ist es eben. Ich habe mich oft gefragt, ob man so etwas nicht spüren muss bei so einem. Oder wenigstens in der Situation, wenn er gleich so etwas machen will. Körpersprache, verstehen Sie, wie bei einem Tier. Ich sehe gern Tiersendungen. Ich auch. Sie hat keinen blassen Schimmer von Tieren. Ja, da sieht man doch sofort, was Sie vorhaben. Ich meine, wenn man genau hinsieht. Nicht bei allen Tieren. Nur bei normalen vielleicht, oder?
Ich glaube, nur bei solchen, die uns doch irgendwie ähnlich sind. Raoul Stein war Ihnen sicher nicht ähnlich. Nein. Ja, das stimmt. Das stimmt. Dann kann man das überhaupt nicht sehen. Ja, natürlich. Ja. Sie können da sicher nichts dafür. Dann sollten Sie dafür aber auch nicht ins Gefängnis gehen. Was? Wieso Gefängnis? Wieso ich? Weil Sie in einer Mordsache lügen. Sie werden Ihre Aussage beeiden müssen. Auf mein Eid steht eine Mindeststrafe von einem Jahr. Mensch, lass doch den Herrn Kramer zufrieden. Der hat doch schon genug durchgemacht. Hat Herr Kramer Sie um ein Alibi gebeten? Herr Kuhn, wir alle verstehen seine Lage. Viele Kollegen haben auch Kinder. Je eher wir wissen, was wirklich passiert ist, desto eher können wir Herrn Kramer in Ruhe lassen. Aber wie lange das dauert, hängt auch von Ihnen ab. Je länger Sie für ihn lügen, desto schlimmer wird es für ihn. Er hat mich nur gefragt, ob ich gesehen habe, wie er kurz vor 12 nach Hause gekommen ist. Ich will hier doch niemanden reinreißen. Bis jetzt hat nur er Sie reingerissen, stimmt's? Was haben Sie ihm geantwortet? Nein, ja... In dieser Reihenfolge? Ja, nein, vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nichts mehr. Herr Kuhn, Sie müssen sich jetzt nicht selbst belasten. Wichtig ist nur, was sagen Sie jetzt? Ich habe Herrn Kramer nicht kurz vor 12 nach Hause kommen sehen. Leider. Wiedersehen. 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 Und? Kriege ich einen Haftbefehl für Kramer? Dafür, dass sein Nachbar sich geirrt hat? Sie haben dem Zaungucker vielleicht beigebracht, dass er auch ein Opfer ist, aber das heißt noch lange nicht, dass Kramer auch der Täter ist. Das werden wir sehen. Was? Da. Abend! Was ist los mit Markus? Sie haben so dringend gemacht. Ich hatte Streit mit Stein, dann fing es an. Tätlicher Angriff, dann war er bis abends abgängig. Dann hat er noch Steins Sachen aus dem Fenster geschmissen. Also wenn Sie mich fragen, der hat einen Schub. Und was für einen. Hey, Männer, komm. Na, Markus? Wie geht's? Sie müssen schon mitmachen. Allein komme ich nicht drauf. Sie wissen, ich brauche immer Ihre Hilfe. Markus, Sie sind hier, weil ich Ihnen vertraue. Sie wissen, wenn Sie Dinge tun, stehen nicht nur Sie mit einem Bein im Gefängnis, sondern auch ich. Warum vertrauen Sie mir? Weil wir viel Zeit miteinander verbracht haben und weil ich mir ein Bild von Ihnen gemacht habe. Und weil ich hoffe, dass dieses Bild sich weiterentwickelt. Nicht dein Bild! Was sehen Sie denn?
Ich weiß nicht mehr. Dann finden wir es wieder raus. Ich möchte nichts mehr von mir wissen. Haben Sie körperliche Beschwerden? Atemnot, Herzrasen, Fieber, so etwas? Oder ist Ihnen übel? Ich wollte Sie nicht enttäuschen. Markus, hat das, was Sie so aufwühlt, irgendwas mit Raul zu tun? Einen Moment alleine sprechen? Nein. Danke. Das war keine Bitte. Ich verweigere die Aussage. Sie können die Aussage nicht verweigern. Sie sind doch nicht beschuldigt. Aber Herr Kuhn hat Ihnen sicher von unserem Gespräch auf dem Kommissariat erzählt, oder? Ja. Hab ich. Dann hat er Ihnen sicher auch erzählt, dass Sie kein Alibi für die Tatzeit haben. Haben Sie irgendwelche Beweise gegen mich? Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie sich mit jedem Satz selbst belasten? Warum tun Sie das? Ich verstehe das nicht. Das ist auch nicht nötig. Mich verstehen schon alle, die Kinder haben. Und es nützt überhaupt nichts. Herr Kramer, würden Sie jetzt bitte mitkommen? Ich habe einige Fragen an Sie. An mich, ja? An mich! Georg, bitte, bitte, bitte. Ruhig, ruhig. Vergiss deinen Mantel nicht. Er hat noch einen Mantel in der Garderobe. Darf ich meinen Mantel holen? Selbstverständlich. Und Sie meinen, das ist witzig? Wissen Sie überhaupt, was er getan hat? Er hat nichts getan. Er hat sich einer polizeilichen Befragung durch Flucht entzogen. Na und? Damit ist er erstmal schuldig. Können Sie mir folgen? Jetzt muss er beweisen, dass er unschuldig ist. So sieht's aus. Ihr seid doch alle nicht ganz bei Trost. Ihr glaubt, ihr habt ihm geholfen, aber ihr habt ihn erst richtig reingeritten. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Kurt Schumacher, Weg 57. Nein, noch kein Haftbefehl, aber nein, kein Widerstand. Er hat sich einer Befragung entzogen. Ja, natürlich, der Schriftweg. Natürlich, danke. Danke, vielen Dank. Tschüss. Thank you.
pardon. Wer sind Sie? Paul. Dr. Paul, der Psychiater und Therapeut von Raoul Stein. Dann ist Ihre Arbeit ja wohl beendet. Legt man neuerdings mit dem Diensteid auch ein Gelübde ab, nicht mit Psychiatern zu kooperieren? Was haben Sie denn anzubieten? Ich möchte den Tatort sehen, um mir eine Vorstellung von der Tat zu machen. Das wäre nur dann ein Angebot, wenn Sie auch eine Vorstellung vom Täter hätten. Das ist nicht ausgeschlossen. Ein Täterprofil könnte ich vielleicht anbieten. Gut. Sie kann ich morgen meine Putzkolonne durchschicken. Ich weiß nicht, ob die Kollegen von der Spurensicherung schon fertig sind. Hören Sie, ich möchte nicht zynisch sein, aber dieses Kino kostet mich jeden Tag Geld. Ja. Sagen Sie... Was denn? Ist das eigentlich der Gutachter, der den Sexualmörder freigelassen hat? Mhm. Aber sagen Sie es nicht weiter. Eine Frage. Bitteschön. Der Täter ist von hinten gekommen? Ja. Herr Stein hat sich zum Täter umgedreht, so steht's im Protokoll. Weil ihn der Täter angesprochen hat? Nein. Ein paar Jugendliche haben dem Täter zugerufen, er soll sich setzen. Und dann hat Herr Stein den Täter angesprochen. Dann kann es nicht derjenige sein, den ich im Verdacht hatte. Er hätte es nie ertragen, seinem Opfer in die Augen zu schauen. Da bin ich mir sicher. Darf man erfahren, wen Sie im Verdacht hatten? Ohne konkreten Tatverdacht gilt die ärztliche Schweigepflicht. Aber Sie haben mir sehr geholfen. Obwohl auch Sie mich ja im Einklang mit der öffentlichen Meinung für den eigentlich Schuldigen halten. Oder? Habe ich recht? Auch für Sie gilt die Unschuldsvermutung. Vielleicht kann ich mich irgendwie revanchieren mit einem Glas Wein oder einem Kaffee. Lieber mit Informationen. Danke. Für mich auch noch mal. Bitte schön. Wie stellen Sie eigentlich fest, dass die Therapie gewirkt hat? Wissen Sie, am Ende entscheidet bei uns auch die Aktenlage. Wir können auch nur das beurteilen, was die Patienten im Laufe der Jahre äußern. Und selbst die wissen oft nicht wirklich, was in ihnen vorgeht. Sie spüren nur den Druck. Wir können ihnen letztlich nicht das Gehirn nach außen stülpen. Das geschieht dann erst beim Pathologen. Wollen Sie mich aus der Fassung bringen? Wie könnte ich das? Wenn es Sie nicht mal aus der Fassung bringt, dass Ihr geheilter Patient laut Protokoll da drin im Dunkeln schon wieder ganz nah an einem kleinen Mädchen saß. Ich habe nie behauptet, dass Raoul geheilt war. Für jemanden wie Raoul gibt es keine Heilung. Ein blindes Kind können Sie nicht heilen, Sie können es nur fördern. Nur, dass Ihre Täter keine Kinder sind, sondern Kinder töten. Für uns müssen Sie so etwas wie Kinder sein, schuldunfähig. Das klingt für mich ehrlich gesagt völlig absurd. Das ist es auch oft, aber nur so kann man sie behandeln. Und dann lassen Sie die Leute wieder auf die Menschheit los. Das geschieht auch im Normalvollzug. 97% der Sexualtäter sitzen ganz normal im Knast. Und wenn ein Sexualtäter seine Strafe im Knast abgesessen hat, kommt er auch wieder raus. Ohne Therapie. Wissen Sie, wie viele davon rückfällig werden? Wie viel? 80%. Und bei Ihnen? Im Maßregelvollzug? Mit Therapie? 20%. Großartig. Auch noch zu viel, aber es wirkt. Es ist das Einzige, was wirkt. Verdammt noch mal! Wir haben 8 Gewinner und nur 2 Verlierer. Zu 2. Wie soll ich es denn noch erklären? Ja, für St. Pauli wäre es ein Traum, oder? Zu welcher Mannschaft hätte wohl Stein gehört? In der Kindervorstellung hat er wirklich nichts verloren. Aber vielleicht hätte er dem Druck standgehalten.
Träume. Ja, manchmal. Träumen Sie nie? Carla? Carla! Ich hab dir Tee gemacht. Willst du nicht ins Haus kommen? Du musst doch schlafen. Wissen Sie nicht mehr? Nach Annas Tod haben Sie mich angerufen. Wann immer Sie Gott brauchen, er wartet auf Sie. Hier bin ich. Was tun Sie hier? Ich spiele für Anna. Wollen Sie mit mir über etwas reden? Worüber? Das frage ich Sie. Wissen Sie, ich war sowieso nie wirklich gläubig. Das war nur wegen Anna. Kinder brauchen sowas. Kann ich noch etwas hier bleiben? Warum? Die Polizei sucht nach mir. Ich bin nicht schuld. Das können alle hören. Dann stellen Sie sich. Anna liegt da draußen. Hier bin ich in ihrer Nähe. Hier hat sie damals im Chor gesungen, wissen Sie noch? Natürlich weiß ich das. Diese Kirche hier. Mit dem Friedhof da draußen. Ist der einzige Ort, an dem mein Kind noch existiert. Kann ich noch etwas hier bleiben? Ich bin auch ruhig. Bitte. Ich muss da lang. Vielleicht jetzt ein Kaffee bei Ihnen? So weit geht die Unschuldsvermutung nun auch wieder nicht. Sehen wir uns wieder? Ich lade Sie ein, wozu Sie wollen. Und ich lade Sie vor, wenn ich etwas von Ihnen will. Tschüss. Thank you.
Hanna? Hanna! Na, Neuigkeiten? Noch ist nicht. Ich wollte Kramer nur befragen. Fragen wird mir ja noch dürfen. In Ihrer Freizeit können Sie tun und lassen, was Sie wollen. Was soll das heißen? Ihr Privatleben geht uns nichts an. Natürlich nicht, aber warum sagen Sie mir das? Ach, Sie können zum Beispiel um die Häuser ziehen, mit wem immer Sie wollen. Hat der Kinobetreiber hier angerufen? Sie scheinen mit dem Seelendoktor überraschend gut zu harmonieren. Hätte ich mit ihm auch nicht sprechen dürfen? Nein, Sie hätten ihn verhören müssen. Wer sagt, dass ich das nicht getan habe? Auf der Reeperbahn nachts um 1:30, wo ging es denn nachher noch hin? Die besten Geständnisse kriegt man im Bett. Wussten Sie das nicht? Wenn man schon mal jemand hat, der wirklich was von Sexualität versteht. Was hat denn Ihre Recherche ergeben? Er wollte den Tatort sehen, um zu prüfen, ob ein bestimmtes Täterprofil in Frage kommt. Ja, und? Und es kommt nicht in Frage. Und der Rest war ärztliche Schweigepflicht. Wieso versuchen Sie nicht einfach mal selbst Ihr Glück? In welcher Hinsicht? Ist meine Fahndung überhaupt rausgegangen? Nein. Bis jetzt hat er sich nur einer nicht angeordneten Befragung durch Sie entzogen. Eine Kurzschlussreaktion. Ja, genau. Sie sind ja doch noch nicht ganz verloren. Tschüss. Ich habe es mir ja immer auch vorgestellt. Die Fantasien, die Bilder, die waren ja immer da. Aber dafür kann ich noch nichts. Mit meinem, meine ich. Getan habe ich da nur das eine Mal. Dafür kann ich was. Mir kommen gleich die Tränen. Trauerarbeit. Was meinen Sie damit, dass Sie was dafür können? Was wünschen Sie? Wir würden gerne wissen, was Sie gestern Abend am Tatort gemacht haben. Ich hatte einen Verdacht. Er hat sich nicht bestätigt. Mein Patient steht in diesem Fall nicht unter Tatverdacht. Oh doch, das tut er, und zwar ab jetzt. Ich stelle hiermit einen hinreichenden Tatverdacht fest. Aber ich tue das eben nicht. Dr. Paul, Sie dürfen bei jedem, der Ihnen anvertraut ist, die Unschuld feststellen. Aber für die Schuld sind wir zuständig. Ist das klar? Füllt Sie das wirklich aus? Ja. Wenn Sie unsere Ermittlungen behindern, dann nützt Ihnen noch kein Gutachten was. Dann haben wir Sie am Arsch, und zwar nicht zu knapp, ja? Sind Sie immer so aggressiv? Bitte keine Therapieversuche. Ich mag ihn so, wie er ist. Wo ist eigentlich Ihr Problem? Was hat Ihr Patient zu befürchten, wenn er unschuldig ist? Wir wollen Ihnen ein paar Fragen stellen. Es geht ihm gerade nicht gut. Ich möchte ihn nicht unnötig belasten. Entschuldigung? Sie sind zu uns gekommen. Sie haben die Sache ins Rollen gebracht. Egal, was ich oder was Sie jetzt sagen, die Ermittlungen gehen ihren Gang, so oder so. Wir werden jede therapeutische WG filzen. Notfalls Ihre komplette Forensik auf den Kopf stellen. Bis wir haben, was wir wollen. Sie werden ihn anständig behandeln, wie einen normalen Bürger, nicht wie einen Psychopathen. Wir behandeln ihn nach unserem beruflichen Ermessen, so wie Sie das auch tun. Also bitte. Markus Voss.
Ich wollte nur... Ich bin schon weg. Wolltest du mit mir reden? Ich hab's mir anders überlegt. Hey, Carla. Ich fahr dich zur Schule, okay? Ich hab Ferien. Oh. Vielleicht, hast du das auf dem Eis? Im Winter? Ach, blöde Idee. Vielleicht, eine heiße Schokolade. Wo gehst denn du gerne hin? Nirgends. Nirgends? Nirgends, wo Menschen sind. Hast du Angst vor Menschen? Nein, vor mir. Vor dir selbst? Mein Vater hatte auch Angst vor sich selbst, hat er mir erzählt. Und ich habe seine Gene. Wer weiß, was aus mir wird. Carla, das... Ist doch überall so. Wenn ich Setzlinge ziehe von meinem Sonnentau und dann einen Ableger nehme, dann kommt am Ende das Gleiche raus. Kommt drauf an, wo man sie einsetzt. Was sagt denn deine Mutter dazu? Ich glaube, die hat auch Angst vor mir. Aber das sagt sie nicht. Naja. Ich habe jedenfalls keine Angst vor dir. Ich fahre dich nach Hause, okay? Ich möchte auch mit deiner Mutter sprechen. Herr Markus Voss? Wolfer, Kriminalpolizei. Voss. Festgenommen. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann gegen Sie verwandt werden. Sag mal, was hast du dir anders überlegt? Wenn ich es jetzt sage, dann wissen sie es. Sehr schlau. Nicht schlau genug für dich. Lass mich raten. Du hast was gesehen, was mit dem Mord an deinem Vater zusammenhängt. Aber du weißt nicht, ob du damit zur Polizei gehen sollst. Wegen der Leute hier? Meine Mutter traut sich sowieso kaum raus. Sie kauft sogar das Brot in der Stadt und nicht hier. Hast du Herrn Kramer gestern Nacht oder heute gesehen? Mm-mm. Da vorne rechts rein. Ist es nicht ein Umweg? Nein. Okay. Kramer oft auf der Orgel gespielt. Hab ich gehört. Soll ich helfen? Danke, geht schon. Sie wollten gar nicht zu meiner Mutter. Das war geschwindelt, oder? Sie wollten mich nur ausfragen. Aber du hast dicht gehalten. Echt kriminell, wa? Tschüss. Danke.
Hallo? Ist da jemand? Herr Kramer? Guten Tag. Da können Sie nicht rein. Ist Herr Kramer da drin? Darauf möchte ich nicht antworten. Das ist eine Kirche. Was Sie nicht sagen. Herr Kramer, sperren Sie auf! Sperren Sie bitte auf. Das kann ich nicht. Es handelt sich hier um eine Art Kirchenasyl. Kirchenasyl bei Lynchmord? Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Herr Kramer! Herr Kramer sagt, er hat keine Schuld. Und das glauben Sie? Er ist ein Mitglied meiner Gemeinde. Na gut. Dann nehme ich eben Sie mit. Mich? Begünstigung, Vertuschung, Fluchthilfe und das alles beim Mord. Sie sind festgenommen. Ihre Bischöfin können Sie dann vom Kommissariat aus anrufen. Hier bin ich. Danke. Brauche ich die bei Ihnen? Nein. Aber bei mir, ja? Bei Ihnen macht's einfach mehr her. Hochwürden. Das darf doch nicht wahr sein. Darf ich Ihnen ein Taxi rufen? Hier wird doch Nachbarschaftshilfe großgeschrieben, oder? Leihen Sie mir Ihr Auto? Nö. Dann konfisziere ich es. Im Ernst? Schlüssel. Moment, Frau Berlin. Ja? Können Sie einen Augenblick erwarten, Herr Kramer? Kommen Sie bitte kurz, ja? Sagen Sie mal, wir haben bereits einen Täter. Ich auch. Ist Ihre der im Verhörraum? Ja, ist Markus Voss. Ist es nicht der Besitzer des Motorrads? Und Zimmernachbar von Stein. Hat er vor der Tat Streit mit Stein? Verließ nach dem Streit direkt hinter Stein das Haus. Ist kein Alibi. Fluchtversuch mit Widerstand, Vorstrafe wegen fahrlässiger Tötung, gewalttätig. Und als Extrabonus, ich habe ihn am Tatort gesehen. Und dann haben Sie zufällig auch noch die Tatwaffe bei ihm gefunden. Jedenfalls eines Missentweisen. Ist übrigens gerade in der Ballistik. Herr Schumann, ich weiß, dass momentan alles gegen mich spricht. So ist es, Frau Berlin. Zügeln Sie endlich Ihren Übereifer und bringen Sie Herrn Kramer sofort nach Hause oder wo er hin will. Aber... Sofort! Vielleicht gehen Sie die letzten paar Meter lieber zu Fuß. Sie könnten dabei Ihren Fans zuwinken. Es tut mir leid. Ach ja? Ja, ich hätte gestern nicht fliehen sollen. Es war ein Fehler. Jetzt haben Sie auch noch den Rüffel bekommen, den ich verdient hätte. Das überlebe ich schon. Warum sind Sie geflohen? Ich habe einfach keine Nerven mehr.
Hass ist anstrengend, wissen Sie. Ich dachte, Sie halten nichts von Hass. Er hat mich fast aufgefressen. Ich habe versucht, ihn mir abzugewöhnen. Man muss sich jeden Tag vornehmen. Heute denke ich nicht daran. Nicht den ganzen Tag. Nicht jede Minute. Nicht bei jedem Atemzug. Aber Sie haben es geschafft. Ja, ich habe es geschafft. Und was ist jetzt? Nach dem Hass? Nichts. Kein überflüssiges Gefühl. Wann hat sich Ihre Frau scheiden lassen? Irgendwann. Nach Annas Tod. Ich habe es kaum mitbekommen. Deshalb wohl. Ja. Vermutlich. Wenn ich Sie zu Unrecht verdächtigt habe, dann tut es mir leid. Schon in Ordnung. Festgestellt, dass die Waffe, die wir bei Ihnen gefunden haben, eindeutig die Tatwaffe ist. Wo haben Sie die Waffe her? Schauen Sie, das hat doch keinen Zweck. Ich meine, und? Nichts. Der will seinen Doktor sehen, sonst redet er nicht. Na? Er zieht seine Tour durch. Na und? Wir haben ja inzwischen den ballistischen Befund. Ist die Tatwaffe übrigens, zu 95%. Er will also seinen Doktor sehen. Ja. Dann lassen Sie ihn doch. Was haben wir davon? Bestenfalls ein Geständnis. Ein Gespräch über Idee, Planung und Ausführung der Tat. Na, fragen Sie mal Ihren Doktor, Sie haben doch einen Draht zu ihm, oder? Wie soll ich das nennen? Beziehung. Stimmt immer. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Ich bin mir sicher, dass Sie sich irren, aber ich war Ihrer Kollegin noch etwas schuldig. So, Markus. Markus Voss. Sie wollten dieses Gespräch? Sie wissen, dass es aufgezeichnet wird und sind einverstanden, dass ich diese Aufzeichnung der Polizei aushändigen werde. Na, so viel scheint Ihnen leider doch nicht schuldig zu sein, was? Was wollen Sie mir sagen? Ich höre. Sie haben mir beigebracht, dass man sich in jemanden hineinversetzen muss, bevor man etwas tut. Richtig. Das Zauberwort heißt... Mitgefühl. Mitgefühl, richtig. Wenn jetzt jemand ein Mitgefühl hat mit dem Mädchen, das Raoul umgebracht hat, oder mit ihrem Vater, das ist doch dann auch richtig. Den kennen Sie doch gar nicht. Oder wenn er sich in Raoul hineinversetzt. Den glauben Sie zu kennen? Ich habe ein Jahr mit ihm gelebt. Markus, manche Leute verbringen ihr ganzes Leben miteinander und kennen Sie gar nicht. Raoul war gefährlich. Für Sie? Für alle. Ah, auch für mich. Ja! 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 Sie haben doch immer gesagt, dass Sie auch mit einem Bein im Gefängnis stehen, wenn Sie uns vertrauen. Also mussten Sie was tun. Das verstehen Sie doch. Ja? Mord ist nicht schwer zu verstehen, Markus. Mord ist was ganz anderes. Sie wissen, was ein... seelischer Ausnahmezustand ist. Ein Trip, das ist was völlig anderes. Das habe ich nicht mehr. Da haben Sie mich doch völlig runtergebracht von. Sowas macht man also bewusst? Total. Cool. Das muss genau durchgeplant sein. Das ist eine richtige Aktion. Das wäre sogar Mord ersten Grades. Das reicht jetzt. Nee, warte mal, da kommt was. Nein.
Hätten Sie mit dem ja eine Menge Arbeit, indem er hierher kommt? Sicher nicht. Dieser Täter gehört nicht hierher. Der landet im Normalvollzug, lebenslänglich. Er ist gesund, Markus. Aber Sie haben mich doch geheilt. Ja, und ich habe Sie sogar noch zum Therapeuten ausgebildet. Sie stellen Ihre eigenen Diagnosen. Raoul ist nicht clean. Weg damit! Jetzt werden Sie aggressiv, ich merke das. Das reicht, wir holen ihn da raus. Ich glaube, es ist besser, wenn wir später darüber sprechen, wenn ich wieder habe. Sie werden nie mehr hier sein, Markus. Aber Sie haben doch sonst niemanden. Sie sind doch mein Therapeut. Sie haben doch einen Menschen aus mir gemacht. Sind Sie sich da so sicher? Ich möchte bitte wieder zurück ins Gefängnis. Bitte, ich möchte ins Gefängnis. Moment, Markus. Markus! Ist alles gut. Wenn du was brauchst, rühr dich. Für mich hast du nichts Falsches getan. Sport. Horoskop. Morgens haben Sie eine Gelegenheit. Wie sieht's denn in der Sache Raoul Stein aus? Ist der Vorgang soweit abgeschlossen? Hm, ist alles im Bericht, ja. Ja, na wunderbar. Gleich per Mail damit raus an die Staatsanwaltschaft und so weiter, nicht? Ging ja flott. Eins verstehe ich nicht. Bitte nicht schon wieder. Doch. Warum hat Markus das Motorrad versenkt? Ich hoffe, von Ihrer Seite ist nicht mehr mit irgendwelchen Aktionen zu rechnen, Frau Berlin. Hoffe ich auch. Ja, wir passen schon auf. Na, wir werden ja sehen. Schönen Tag noch. Also, morgens haben Sie eine Gelegenheit, sich im Beruf zu bewähren. Übernehmen Sie Verantwortung, auch wenn die Kollegen dadurch mehr Arbeit haben. Sie sind doch gar keine Jungfrau. Guten Tag. Hallo. Hallo, was machen Sie denn hier? Ich wollte mich nach Markus erkundigen. Bisschen schön Wetter machen? Was wäre so schlimm an schönem Wetter? Dass es in Hamburg auf Dauer nicht klappt. Vielleicht können Sie mir zu einer Besuchserlaubnis verhelfen. Was wollen Sie ihm denn diesmal in den Kopf werfen? Sie haben das Recht, das zu sagen, aber ich bin auch nur ein Mensch. Markus hat geglaubt, dass Sie mehr sind als das. Das ist eben sein Problem. Dass er die Welt nur so sieht, wie er sie sehen will. Wollen Sie damit sagen, dass er nicht zurechnungsfähig ist? Nein, das ist völlig normal. Das tun wir alle. Na, da sagen Sie mal was Wahres. Moin, moin. Carla. Hallo, Carla. Hi. Wir haben Sie am Bahnhof aufgegriffen. Kein Ausweis. Nur das Geld und die Visitenkarte von der Kollegin Berlin. Sind Sie das? Mhm. Sie will nicht sagen, wo sie wohnt. Danke, meine Herren. Was machst du denn hier? Ich hab's nicht geklaut. Ja, ja, klar. Nimm's dir. Soll ich dich nach Hause fahren? Warum haben Sie Kramer freigelassen? Carla, wir haben den Mörder. Es war sein Zimmernachbar. Er hat gestanden. Das glaube ich nicht. Ich war dabei. Du hast trotzdem Angst, nicht? Verstehen Sie das denn nicht? Ich kann da nicht mehr zurück. Ich muss Kramer jeden Tag sehen. Aber schau mal, der Herr Kramer hat doch mit dem Mord überhaupt nichts zu tun. Haltet ihr bloß zu ihm! Ihr seid doch alle froh, dass mein Vater tot ist!
Wir bringen dich jetzt nach Hause. Hm? Wir können sie entbehren. Komm. Aber nicht lange. Ich wusste gar nicht, dass er euch kennt. Er hat mich dreimal besucht. Zweimal im Frühling, einmal im Herbst. Zweimal. Ich möchte Sie etwas fragen. Wenn Herr Kramer nichts mit dem Mord an meinem Vater zu tun hat, bilde ich mir das alles nur ein? Werde ich später vielleicht einmal genauso verrückt wie mein Vater? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es gibt gar keine Verrückten. Es gibt nur sehr verschiedene Menschen. Aber sag's nicht weiter. Sie machen sich über mich lustig. Okay, Carla. Jetzt die seriöse Antwort. Ich arbeite seit 10 Jahren mit Sexualstraftätern. Ich habe noch nie eine Frau behandeln müssen. Weißt du warum? Es gibt keine weiblichen Sexualstraftäter. Deine Chancen, wie dein Vater zu werden, sind gleich null. Echt? Ehrenwort. Und was mache ich jetzt mit Herrn Kramer? So, da wären wir. Carla? Er ist da. Wer? Kramer. Jeden Tag steht er hinter seinem Fenster und guckt mich an. Und ich guck ihn an. Jeden Tag in meinem Leben. Scheiße, Carla, ich würde dir gerne helfen, aber ich weiß nicht wie. Niemand kann mir helfen. Du musst doch nicht rein, wenn du Angst hast. Deshalb machen wir das doch. Weil ich Angst habe. Stimmt. 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 Guten Abend, Herr Kramer. Abend. Was soll das? Wir müssen reden. Ich bin nicht ihr Kind. Du musst so alt sein wie Anna damals. Warum habe ich das noch nie bemerkt? Wir können nicht beide zusammen in einer Straße leben. Carla, hör mal. Wenn du größer bist, wirst du das vielleicht verstehen. Sie müssen weg. Was soll ich nur sagen? Du hast nichts verloren. Dein Vater war nur ein schlechter Mensch. Das weiß ich. Das hat mein Papa sogar selber geschrieben, dass er ein schlechter Mensch ist. Aber er hat das wenigstens zugegeben. Und dafür war er eingesperrt. Und jetzt ist er tot. Aber Sie geben gar nichts zu. Ihnen ist alles ganz egal.
Jetzt sag ich Ihnen mal was. Mein Papa war ein besserer Mensch als Sie! Wir haben Carla am Bahnhof aufgegriffen. Sie war auf der Flucht. Vor Ihnen. Das wollte ich nicht. Was wollten Sie denn? Das wissen Sie doch ganz genau. Herr Kramer, wenn Sie an der Tat beteiligt waren, viele Menschen werden es verstehen. Sie wollten etwas abschließen und Sie dachten, Sie hätten das Recht dazu. Aber so geht's nie vorbei. Was soll ich nur machen? Ich werde wegziehen, okay? Waren Sie ein guter Vater? Was? Na, haben Sie Ihre Tochter gut erzogen? Was soll das? Sie haben mir gesagt, was richtig und was falsch ist. Ja, natürlich. Sie wollten, dass sie ein ordentlicher Mensch wird. Das wäre sie auch geworden, wenn sie weitergelebt hätte! Wenn Carla jemand umgebracht hätte, was hätten Sie ihr dann gesagt? Dass sie von hier wegziehen soll? Markus Voss hat Ihnen die Waffe besorgt, aber geschossen haben Sie. Ist das richtig? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr, was richtig ist. Herr Kramer, bringen Sie die Sache jetzt wirklich zu Ende. Bitte. Tun Sie es für Ihre Tochter. Anna! Hilf mir! Markus Voss hat Ihnen die Waffe besorgt. Ja. Sie haben Raul Stein erschossen. Ja. Danke. Ja, Berlin hier. Ich habe hier eine Festnahme. Hoffnung, wir bringen dich schon durch. Und dann ab in die Klapse, wo du hingehörst. Bringen Sie ihn bitte ins Präsidium. Machen wir. Kommen Sie bitte. Was soll das? Ich habe Ihnen doch ein Geständnis versprochen. Was? Sie müssen es nur noch entgegennehmen. Vielleicht sollten wir auch mal morgens joggen. Wir? Du?
Du auch. Wegen der besseren Durchblutung. Wozu denn? Ihr habt doch mich. Das Fahrrad zum Schluss. Guten Tag, Frau Stein. Wir wollten Carla besuchen. Carla ist auf dem Friedhof. Wir sind in einer Stunde weg. Wie kommt das? Haben Sie das Haus doch verkaufen können? Ich lasse es versteigern. Bringt das genug? Egal. Die Schulden sind abbezahlt. Auf einmal? Von Rauls Lebensversicherung. Er hat sie bei Carlas Geburt abgeschlossen. Und er hat die Beiträge weiterbezahlen können? Aus der Anstalt? Nicht er, ich. Sie haben die Beiträge bezahlt? Für ihn? Nicht für ihn, für uns. So ist eine Police doch wohl auch gemeint, oder? Dies für dich, Papa. Wir ziehen jetzt ganz weit weg. Ich kann nicht mehr kommen. Ich weiß, dass du gerne ein normaler Papa gewesen wärst. Aber ich komme auch schon so zurecht. Mach dir keine Sorgen. Ich möchte dich um etwas bitten. Wenn du noch hier irgendwo in meiner Nähe bist, bitte komm nicht nach. Du musst nicht auf mich aufpassen. Pass gut auf dich selbst auf. Tschüss. Hallo. Hallo, Carla. Hallo. Ich glaube, wir müssen gehen. Glaubst du, dass deine Pflanze den Winter übersteht? Klar, die sind doch winterfest. Gibst du mir deine neue Adresse? Du besuchst mich.